Und noch einmal. Diesmal schaffst du es. Ich weiß nicht. Nicht entmutigen lassen. Denk an was Schönes. Denk an... Denk an unsere erste Begegnung. Du hast jahrelang in einer einsamen Höhle gelebt. Und zusammen fanden wir einen Weg, dich endlich zu befreien. Und was du seither alles gesehen hast. Das Erste, was ich sah, waren Menschen, die mich töten wollten. Aber du hast doch auch schöne Dinge gesehen. Weißt du noch? Unsere gemeinsame Nacht in den Brinasca-Marschen. Du wolltest mit mir einen Liebesbund eingehen. Ja, das war schön. Aber du hattest mich davor angelogen. Ich wollte dich retten. Hätte ich dir die Wahrheit gesagt, wärst du nicht mitgekommen. Wie auch immer. Ich erinnere mich gern daran. Nuri, du musst doch irgendeine schöne Erinnerung haben. Erinnerst du dich noch an... Bevor wir Enki erreichten, sind wir auf dem Svelte gerudert. Vorbei an Feldern und Windmühlen. In einer Mühle wurden wir angegriffen. Das war davor. Ich meine danach. Sie hätten uns fast getötet. Wir leben doch noch, oder nicht? Es wird Zeit, dass du wieder eine Fee wirst. Weißt du noch, wie fröhlich und sorglos du früher warst? Natürlich weiß ich das. Das macht mich doch nur noch trauriger. Na komm, genug für heute. Muss ich wieder in den Käfig? Ja, leider. Mit einem zahmen Raben auf der Schulter halten mich die Andergaster doch sofort wieder für einen Hexer. Ich bin froh, dass diese Zeiten vorbei sind. Na gut. Lass uns auf dem Rückweg bei Fahis Zelt vorbeischauen. Er hat so eine sorglose Art. Er macht dir bestimmt wieder Mut. Geron? Ja? Ich will ja auch wieder so sein wie früher. Aber ich weiß nicht mehr wie. Es ist so viel passiert. Ach, wir schaffen das schon irgendwie. Darunter liegt Nuris alte Höhle. Als ihr Feenkörper vernichtet wurde, ist auch die Höhle eingestürzt. Vermisst du dein altes Zuhause? Ich weiß nicht. Glaube nicht. Wer sind diese Leute? Diese Statuen machen mir Angst. Sie sehen aus wie die Grabsäulen aus Fahis Erzählung, nur mit Gesichtern darin. Heda, was ist hier los? Breda, ich kann so nicht arbeiten. Magister Bodiak? Dieser Mann stört meine Ermittlungen. Rede mit ihm. Schick ihn fort. Ich habe für so etwas keine Zeit. Es tut mir leid, aber das Kampfseminar der Magier zu Andergast hat dieses Gebiet bis auf Weiteres gesperrt. Du gehst besser nach Hause. Was ist hier geschehen? Eine Meute aus der Stadt wollte einen fahrenden Händler aus dem Land jagen. Und das wurde aus ihm. Tada! Botulamidische Säulen mit andergastischem Kern. Vom Händler fehlt jede Spur. Er ist verschwunden? Jep, und jetzt kusch dich. Sonst widerfährt dir womöglich noch das Gleiche. Es ist doch alles verhext. Fahi war unsere beste Möglichkeit, dich zu heilen. Aber ist er nicht böse? Hat er nicht die Menschen versteinert? Nuri, das war ein Andergaster Lynchmob. Hätte ich es gekonnt, ich hätte sie auch in Klötze verwandelt. Er muss hier irgendwo eine Spur hinterlassen haben. Besser, ich finde sie, bevor die Magier vom Kampfseminar es tun. Sonst stehen wir wieder am Anfang. Eine Steinsäule mit einem steinernen Schwert und einem fein gehauenen Bart, wenn er denn gehauen wäre. Die Säule. Sie trägt das Gesicht der Fleischerin vom Markt. Was ist hier geschehen? Da schaut ein Hammer aus der Tasche. Sieht aus wie der Sack eines Wanderers oder Jägers und nicht wie die Tasche eines ernstzunehmenden Magiers. Er hält eine kleine Muschel an die versteinerte Frau. Ob er glaubt, damit mit ihr reden zu können? Es sieht nicht aus, als würde sie ihm antworten.
Aus welcher Richtung erfolgte der Angriff? Fragt ihr mich? Ah, er ist ja immer noch hier. Breva, ich erwarte mehr soldatische Härte. Mach, dass er verschwindet. Ich kann so kein Wort verstehen. Verschwinde. In Ordnung. Aber erst muss ich herausfinden, was mit Fahi geschehen ist. Die Lichtung wurde abgezäunt. Der Geist muss sich mit versteinert haben. Wie viele Angreifer waren es? Diese Säulen erinnern mich an Fahis Beschreibung der Grabkammer. Jemand mochte es wohl nicht, dass ich gestern in ihren Sachen rumwühlte. Sie steht an genau dem gleichen Fleck wie gestern, nur die Versteinerten sind neu dazugekommen. Ich habe sie schon einige Male auf dem Markt gesehen. Das Kampfseminar nimmt noch nicht lange Frauen in ihre Hallen auf. Ich höre nichts. Keinen einzigen Eda, Gedanken. Gibt es denn gar keine Spur des Händlers? Doch, er führt einen geschliffenen Doppelkunchoma, mit dem er jede Nervensäge in kleine Scheiben schlägt. Woher weißt du das? Ich sehe es. Er steht damit grinsend hinter dir. Nein, wir wissen immer noch nichts. Und jetzt verschwinde bitte. Sonst bekomme ich nur noch mehr Ärger. Wie sah der Magier aus? Ich muss Fahi finden. Nur er kann mir helfen, Nuri zurückzuverwandeln. Psst! Nuri, kannst du mir einen Gefallen tun? Lenk den Magier ab. Hüpf hinter die Statue und rede mit ihm. Er wird glauben, du bist die versteinerte Frau. Soll ich ihm von König Kastanie und den Rübengeistern erzählen? Nein. Beantworte seine Fragen. Welche Fragen? Und was soll ich antworten? Hör hin. Wie viele Angreifer waren es? Sag 11 bis 15. Wie sah der Magier aus? Er trug eine kokosfarbene Brosche auf der linken Brust. Woher weißt du das alles? Ich weiß es doch gar nicht. Ich rate nur. Aus welcher Richtung erfolgte der Angriff? Er erfolgte aus Nordost. Und in welche Richtung sind sie dann gegangen? Nach Nordwesten. Kannst du dir das merken? Was trug er nochmal? Eine krokusfarbene Brosche auf der linken Schulter. Dann mal los. Danke, Nuri. Du bist mir eine große Hilfe. Was für eine Zeitverschwendung. Es scheint, der Geist dieser Bauern ist nun endgültig zum Erliegen gekommen. Ha! Ich habe Kontakt. Sie kamen aus Nordwest und gingen dann wohin? Breda! Wo bleibst du? Ich kann mir das alles doch nicht alleine merken. Das wird sie erst einmal beschäftigen. Kaum zu glauben, dass Fahi all sein Hab und Gut darauf bekommen hat. Er sieht nicht aus, als könnte ich ihn von Hand verschieben.
ein Kästchen mit seltsamen Zeichen drauf.